Hallo und herzlich willkommen zusammen heute aus Frankfurt am Main. Ich bin hier im wunderschönen Westhafen Tower und ich habe gedacht, ich teile mit euch heute ein wenig diesen wunderschönen Blick auf die Skyline von Frankfurt. Wir sind zwar hier eigentlich so in Richtung Hafenbereich, das kann man hier wunderschön sehen, der ganze Kanal und die neue Siedlung, die dort entstanden ist. Aber ein bisschen auf den Skyline kann man doch schauen. Und in dem heutigen Video, in dieser Thrive-Serie, möchte ich heute über ein Missverständnis sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich habe am Anfang, als ich diese Serie eingeführt habe, darüber gesprochen, dass der meiste Stress, Druck und Dringlichkeit, die wir in unserem Unternehmerdasein, berührt daher, dass ein Missverständnis vorherrscht. Und mit dieser Facebook-Live-Serie möchte ich mit diesen Missverständnissen aufräumen, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und es geht in diesem Video um eben diese Seite von deinem Business, nicht wie du thriving in deinem Business machst, sondern wie du thrivest in dir, wie du aufblühst als Mensch, als Unternehmerin, als Solopreneur. Und dieser Titel des heutigen Live-Videos, man merkt so gut, ist es Freitag um fast 17 Uhr. Ich habe die ganze Woche so viele Termine mit Kunden gehabt und war so viel unterwegs. Heute gerade auch im VIP-Halbtag. Mein Deutsch gibt einfach auf, meine Konzentration eben auch mit. Danke für dein Verständnis. Wenn du weiter guckst, also der Titel des Videos ist Hellseherische Fähigkeiten. Ich habe hier irgendwie so ein Haar, was raussteckt. Und zwar wusstest du eigentlich, dass du hellseherische Fähigkeiten hast und dass diese Fähigkeiten Verwirrung einbringen in dein Leben als Solopreneur wahrscheinlich. Und zwar bin ich kein so esoterischer Mensch, aber du wirst gleich hören, wie ich das dann meine. Ich habe früher, hallo Silvia, danke für dein Herzli. Ich habe früher eine Sendung geschaut und zwar mit einer großen Leidenschaft. Die Sendung heißt Charmed und es geht um drei Hexen. Vielleicht hast du das auch gesehen. Diese drei Hexen waren Schwester und die jüngste Schwester hieß, glaube ich, Phoebe, wenn ich mich nicht täusche. Und die lebten in San Francisco, in dieser wunderschönen Stadt. Und jeder dieser Hexen hatte eine andere, besondere Fähigkeit. Und die jüngste Schwester Phoebe hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Und das hat sich so geäußert bei ihr, dass sie meistens mit irgend so einem Dämon, wo sie da aber nicht wusste, dass es ein Dämon ist, der war verdeckt in einer Verhüllung von einem normalen Menschen, ist sie in Kontakt gekommen oder auch mit Opfer der Dämonen. Und jetzt, wo ich das so erzähle, klingt das total bescheuert, aber ich erzähle weiter. Und meistens hat sie dann jemand berührt auf dem Schulter oder sie hat ein Objekt angefasst oder sowas in die Richtung. Und plötzlich war sie in der Lage, in die Zukunft zu sehen. Das Objekt, die Person, diese Berührung hat in ihr diese Fähigkeit geweckt. Aber hier ist das Ding bei ihrer Fähigkeit. Sie konnte nicht so 100% klar sehen, wo diese Zukunft stattfindet. Sie konnte auch nicht so klar sehen, was da genau passiert. Das war immer so ein schwammiger Ausschnitt, so ein kleiner Puzzleteil, wenn man so will, von dem, was passieren wird. Ein Indiz, was kommen könnte. Und meistens, diese Sicht in die Zukunft hat Phoebe und auch ihre Schwester eher verwirrt hinterlassen, als dass es aufgeklärt hat, weil dieser Ausschnitt einfach so unklar und so undeutlich war. Aber es hat uns Zuschauer natürlich sehr neugierig gemacht, auf was kommen könnte. So, warum ist das für dich in deinem Unternehmerleben wichtig? Ja, deswegen, weil wir auch manchmal die Zukunft berühren, heute schon, weil wir ebenso wie Phoebe ein schwammiger, undeutlicher Ausschnitt der Zukunft nur sehen können, ein kleines Puzzleteil.
Und dieses Puzzleteil lässt uns häufig auch sehr verwirrt zurück. Und weil obendrein ein Missverständnis mit diesem Ausschnitt verbunden ist, entsteht bei uns im inneren Gefühl Stress, Druck, Dringlichkeit. Das sind so die drei Hauptdinge, die entstehen, die Hauptgefühle. Und jetzt möchte ich das konkretisieren. Ich meine damit, zum Beispiel, dass ich neulich, vor einiger Zeit, ich glaube, das waren vielleicht, keine Ahnung, Silvia, du kannst mir aushelfen, das war vielleicht vor 6 oder 8 Wochen in etwa, und ich habe einen Impuls gekriegt, und in diesem Impuls kam mir die Idee, ich habe in meinem Geschäft viele VIP-Halbtage und VIP-Tage verkauft oder durchgeführt im Rahmen von Coaching-Paketen. Und es könnte für euch interessant sein, habe ich mir gedacht, das Publikum, als Leute, die in meine Gruppe sind, auf meine E-Mail-Newsletter etc., dass ihr auch lernen wollen würdet vielleicht, wie man VIP-Tage gestaltet, aufbaut, wie man die Preise dafür gestaltet, wie man die verkauft, vermarktet und verkauft. Und es kam so dieser kleine Impuls, ich könnte darüber was machen oder darüber reden, was irgendwas damit machen. Und als dieser Impuls zu mir kam, habe ich nicht gewusst, wie sich das äußern wird. Wird das ein Facebook-Live-Video sein, wo ich darüber spreche? Werde ich über einen Monat gehende Webinar-Serie dazu machen und als Teil meines Marketings nutzen? Werde ich ein Produkt daraus machen? Werde ich, keine Ahnung, was anderes damit machen. Ich wusste es nicht. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich mit Silvia darüber geredet habe, ich gedacht, ja, ich glaube, es wird eine Webinar-Serie sein. So, das klingt ganz harmlos, wenn ich das so erzähle. Ich kriege einen Impuls und weiß nicht, was es wird. Und das ist eigentlich erstmal undramatisch. Ich erhalte dieses Puzzleteil und weiß, in Zukunft könnte was kommen in diese Richtung. Heute kann ich ganz entspannt damit umgehen, mit so einem Impuls, aber früher ging es mir anders. Früher habe ich ein solches Impuls bekommen, die Idee für ein, um über VIP-Tage zu sprechen, und in mir ist sofort der Stress aufgekommen. So, jetzt möchte ich erklären, warum. Weil in dem Moment, wo ich nicht wusste, was ich damit machen soll oder was aus dieser Idee wird, begann in mir ein Prozess in Gang sich zu setzen, ein Gedankenprozess, wenn man so will. Und dieser Gedankengang ging ähnlich so ab. Oh Gott, ich muss wissen aber, was es ist. Ich muss die Webinare terminieren oder oder vielleicht kann ich das verkaufen oder ja, soll ich das kostenfrei hergeben überhaupt oder danach habe ich interessanterweise bei Julia Brütz in ihrer Gruppe gesehen, dass sie exakt zu diesem Thema, nachdem ich darüber selber überlegt hatte, in ihrer Gruppe was zu diesem Thema gemacht hat. Und dann war der Gedanke aufgekommen, ja, wenn sie darüber redet, kann ich nicht gleichzeitig darüber reden. Das wäre ein Gedanke, den ich in der Vergangenheit gehabt habe, hätte. Und in mir wäre ein inneres Gefühl von Dringlichkeit entstanden, das sofort wissen zu wollen, was in Zukunft daraus entstehen soll. Denn ich hätte ganz viele Gedanken dazu gemacht. Okay? Und dieses Mal hatte ich ein anderes Gefühl. Denn heute weiß ich, dass ein Blick in die Zukunft, egal wie nahe vor mir sie liegt oder wie weit, genau nur das ist. Ich kriege ein kleines Indiz, ein kleines Puzzleteil. Und ich muss nicht in diese Gedankenkarussell mich verfangen, dass ich jetzt wissen muss, was ich später damit machen werde. Ich muss nicht jetzt, heute, die Antwort haben auf einen Impuls. Es ist nichts mehr anderes als ein Impuls. Und ich kann einfach warten, bis ich den nächsten Impuls bekomme oder bis ich die volle Antwort erhalte. Und so hat sich das geäußert bei dem VIP-Halbtagsthema. Ich war in Bonn. Auf dem Inspi-Camp. Ich habe am Montag darüber ein wenig berichtet. Silvia war auch dort und einige andere tolle Frauen und Männer. Und dann ging es darum, wir sollten überlegen, welche Sessions wir anbieten möchten und wenn wir überhaupt Sessions anbieten möchten. Und dass wir das tun, wir nach vorne kommen, auf einen Zettel schreiben und unsere Session anbieten. Und plötzlich
habe ich das Gefühl gehabt, heute ist der richtige Zeitpunkt, um eine Session anzubieten über VIP-Halbtage. Und ich mache das hier beim InSpeakCamp sofort. Also habe ich die Session auch angeboten und es wurde sehr besucht. Also wir hatten wirklich einen mittelgroßen Raum und Leute standen an die Wände und saßen auf dem Boden und haben nach Berichterstattung nachher ganz, ganz, ganz viel mitgenommen. Und einige Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, Shelia, dieser Impuls heute war so wichtig, das war das Puzzleteil, was in meinem Business gefehlt hat. Oder Shelia, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, aber das hat mich auf die nächsten Gedanken gebracht. Es war so wertvoll für mich. Und ich wusste in dem Moment, die Idee, die vor 6 oder 8 Wochen gekommen ist, der Blick in die Zukunft, dass sie an ihre richtige Zeit gekommen waren, dass es genau dort perfekt und richtig angesiedelt wurde. Ich gebe ein anderes Beispiel und dann höre ich auch mit dem Thema. Auf dem InSpeakCamp hatte ich eine Fragestellung nochmal zum 3. oder 4. Mal gehört. Und zwar, die Fragestellung lief so in die Richtung, nämlich, Shelia, solltest du in deinem Business was machen mit der Idee, wenig Leute in deiner Liste haben, also für Leute, die nicht eine riesige Reichweite und Tausende von Leuten in ihrer Liste haben. Es gibt viel mehr Leute auf dem Markt, die die ersten 50, 100 oder 500 Leute auf der Liste haben. Könntest du denen beibringen, wie sie ein Business aufbauen, die darauf beruht, hochwertige Coaching- und Trainingspakete zu verkaufen, die nur eine sehr geringe und kleine, qualitativ hochwertige Liste hat, sowas wie Premium-Angebot oder ein Premium-Business-Modell. So, diese Frage blitzte auf bei mir beim InSpeakCamp und ich hatte die ein paar Mal gehört in letzter Zeit. Und da kam mir plötzlich ein Gedanke, nämlich in der Vergangenheit hätte dieser Gedanke mich gestresst. Der Gedanke war, soll ich mich vielleicht komplett auf dieses Thema positionieren, um mich im Markt abzuheben? Vielleicht habe ich diesen Impuls gekriegt, weil ich irgendwie mich anders positionieren soll. Und als dieser Gedanke aufgekommen ist, war plötzlich Stress in mir. Ja, aber ich habe schon diese Positionierung. Oh Gott, was ist, wenn ich mich neu positionieren soll? Das heißt, dass ich X, Y, Z in meine Kommunikation verändern muss und so weiter. Okay? Das Missverständnis, was wieder aufgepoppt ist, ist, ich habe ein Puzzleteil gekriegt, einen Einblick in die Zukunft, wo ich gar nicht weiß, wo mich das hinführt. Aber ich deute es um in ein Problem. Ich deute es um in das Problem, vielleicht stimmt meine Positionierung nicht. Und wenn ich weitermachen möchte, würde, könnte ich das umdeuten in das Problem und ich müsste heute wissen, ob ich meine Positionierung ändern soll oder nicht. Und ich bin tatsächlich reingegangen in Natalie Schnacks Session zum Thema Positionierung, weil ich einfach mal hören wollte, was sie dazu sagt. Und ich habe dann zu Natalie gesagt, Natalie, ich denke in letzter Zeit über, oder ich habe diese Fragestellung bezüglich meiner Positionierung, es kommt immer wieder mal auf. Und sie hat was ganz Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, ja, also ich würde es sacken lassen, vielleicht entsteht daraus ein kleines neues Angebot und dann schaust du von dort weg, was du damit machen möchtest. Ja, sehr, sehr, sehr schlau von der Natalie. Nun, das kann ich auch annehmen, weil ich heute sehen kann, dass diese Zukunftsimpulse, dieses hellseherische Fähigkeit in die Zukunft zu sehen, hey, irgendwas wird kommen in diese Richtung, ich kann das locker nehmen, ich kann das als Puzzleteil sehen, ich kann warten, bis das nächste Puzzleteil kommt und ich bin total gespannt, welches zweite Puzzleteil kommen wird zu diesem Thema und wann. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber der Unterschied heute zu vor 2 Jahren ist, dass ich kein Problem daraus stricke. Ich lasse es einfach sacken, ich lasse es sein, ich lasse es ruhen und ich beobachte, was passiert. Anstatt zu sagen, ich muss das jetzt wissen, ich muss das jetzt klären, ich muss ganz viel mit anderen darüber reden, ich muss alles ändern in meinem Marketing, ich muss alles ändern in meinem Business. So dramatisch bin ich in der Vergangenheit unterwegs gewesen. Deswegen habe ich, ich sage es immer wieder, ein T-Shirt, das steht Dramakönigin drauf. Aber meine Erfahrung mit Menschen ist, dass es
uns allen gar nicht so unterschiedlich geht. Also vielleicht kennst du das auch von dir in deinem Business, in deinem Sein als Unternehmer. So, vielleicht verkaufe ich demnächst Drama-Königin-T-Shirts. Das wäre vielleicht was. So, das war es von meiner Seite. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Kennst du solche Momente, wo du wie Phoebe in die Zukunft gerade siehst und nur ein kleiner Ausschnitt, der unklar ist? Und anstatt dich zu freuen und neugierig zu werden, welche Puzzleteile geliefert werden und wie die Zukunft ausgehen wird, dass du stattdessen ein Problem daraus machst, ja? Die ein Missverständnis hast, dass da was anderes sein soll, als es ist, das umdeutest in eine Richtung, was dich im Innen zu einem Stressgefühl führt, zu einem Druck- oder Dringlichkeitsgefühl führt. Ich freue mich, deine Kommentare zu lesen, hier auf dem Video. Und wir sehen uns nächste Woche. Nächste Woche strahle ich nicht von Frankfurt aus, sondern von der Schweiz aus. Und dort werde ich den Blick eher richten auf die Berner Alpen. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin ein super schönes Wochenende und viel Spaß bei der weiteren Ausarbeitung deiner hellseherischen Fähigkeiten. Bis dahin. Tschüss.